schön. Das ist noch nicht mal die verbesserte. Kannst du so weit schießen? Einer? Ja. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn man nicht so weit schießen kann. Denn ist da noch einer. Was sollte der jetzt? Schön, jetzt kommen wir auch gleich. Oh, wie viele gibt's hier eigentlich? Zu viele. Ah, klar. Jeder Bergarbeiter sozusagen. Ah, nee, da nutzt es im Kreis drum rumlaufen nicht. Ja, aber wir sind widerstandsfähig. Grüß dich. Was war das? Wir sind widerstandsfähig. Toll. Ah, mein Hals. Erstmal wieder richtig viel Munition verbraucht. Die ganzen flüssigen Chemikalien bringen mir auch nichts, wenn ich nichts. Kannst Pistolenmunition rausmachen. Ja. Habe ich Schusspulver dabei? Nee. Siehst du. Yes! Jetzt haben wir noch keine Flinte dabei. vielleicht findest du irgendwo Spaltchemikalie. Vielleicht findest du irgendwo Spalt. Achso, findet. Das bringt halt auch noch nichts. Noch eine Flinte. Ich behalte es mal. Ja. Im Notfall kann ich sie einfach wegmachen. Hey, aber der Hand geht's wieder gut. Die ist nur ein bisschen vollgesaut. Mhm. So, und jetzt geht's nach oben. Oder es geht runter, natürlich, Bergwerk. Schlabere ich eigentlich. Brauche ich auch manchmal. Ich würde vielleicht mal direkt auf eine andere Waffe wechseln. Es ist nicht schön ruhig hier. Ja, sehr schön. Ist ja auch kein Schmor. Schön. Eine Fresse. Braucht das viel, viel Schuss. Ich wollte gerade sagen, ich sehe auch kein Schmor da. Oh, oh. Ja, ich sehe mehrere. Sehe noch Dito. Oh ja, oh ja. Nee. Oh, ich habe ja kein starkes mehr. Jo. Kannst das Kleine einfach gleich benutzen? Nee. Ja, das ist aber fast gebraucht. Das sieht aus, als wäre Lukas hier gewesen. Lass das Viech einfach durchlaufen. Yes. Die Viecher, Entschuldigung. Was? Wo? Ach ja, klar, ich bin zurück. Oh, come on. For real now. Ich glaube, da hättest du auch die Viecher eventuell durchlaufen lassen können. Könntest du vielleicht Munition sparen. Ah, die Frage, ob es so gut funktioniert. Mann, halt. Ich will es endlich beenden. Schon, gell? Mhm. Also cool das Spiel auch ist, aber so langsam wird Zeit. So langsam will man hier einen Schlussstrich ziehen. Man hat schon die ganze Baker-Familie umgebracht. Mich würde nur interessieren, warum man auf einmal mit denen reden konnte. Hallos. Schön. Besser als beim letzten Mal. Diesmal mache ich eine andere Route. Eine, wo sie dann nicht sofort spawnen. Ich glaube, sie sind gerade gespawnt. Ja, ich glaube es auch. Aber jetzt müssen sie definitiv durch eins durch. Richtig. Wenn nicht sogar durch zwei.
Nee, sehr gut. Vorsicht hinter dir. Mhm. Hihi. Ja, das killt die. Ja. Auf einen Schlag. Ist sehr nützlich. Das ist halt wie deine Bomben, nehme ich mal an. Ja. Obwohl ich nicht weiß, ob die auf einen Schlag sterben. Schon. Meine Bombe. Wie haben denn die gebohrt? Salzberg weg. Point of no return. Ah, dang it. Jeder normale Mensch könnte da hochklettern, nur er nicht. Ich glaube, das sind alles Dead Ends, ja. Dead End. Das ist ein Dead End. Mit zwei Bomben. Sehr deades End. Mhm. Ein sehr totes Ende. Aber nur für meine Gegner. Na. Kommt der auf einmal her? Keine Ahnung. Ey, zwei Fliegen mit. Fast. Alter. So wie fällst du so viel aus? Guck mal, ja. Da liegt da ein Frosch. Der Froschmann. Wahrscheinlich kannst du das Ding gleich runterschieben oder so. Das wäre geil. Okay, bringt nichts. Ja, doch, ich muss ja da durch. Achso, ja dann. Dang it. Mit drei. Yes! Ist da oben was? Ich sehe nichts. Nee, schade. Was hast du noch für andere Waffen, zu denen du wechseln kannst? Ich habe noch das Maschinengewehr mit Entry-Waffen. Und was habe ich noch dabei? Den Granatwerfer. Ja, dann. Ja. Ich habe noch die verbesserte Munition auch noch. Ah, stimmt. Da ist nichts. Nichts, okay. Wirklich nicht. Da ist ein großer Raum. Ich glaube, hier geht's bald Rambazamba. Mal wieder. Ich habe die Bombe gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, so wie du dich bewegt hast, glaube ich auch, dass du sie gesehen hast. Ja. Aber das heißt, ich wollte gerade sagen, das heißt, hier müssen wir uns nochmal genauer umgucken, dass es nicht irgendwo Bomben sind. Ich finde es schade, dass man da die Drähte nicht durch... schneiden kann oder so. Da glaube ich fast, dass du sogar drauf schießen musst. Ich weiß nicht, ob du da unten durch kannst. Nee, ich glaube nicht. Riskieren tun wir es nicht. Sind eh nur noch zwei Schuss, dann kannst du die... Also dann hätte ich... Oder so? Ja, okay, ja, doch, ich glaube, ich weiß warum. Hm? Ich habe das Gefühl, die Pistolenmunition macht mehr Schaden. Ja, als ein Schuss von der anderen. Richtig. Ah, echt. Fuck you, Lukas. Also nicht du. Ist schon klar. Das war halt so unerwartet. Ich habe mich schon überlegt, Kraut. Ob wir uns da nicht eventuell wieder drauf einstellen müssen. Kraut! Ist das Ihr PC? Nee, ist nur eine E-Mail. Aber davor mache ich trotzdem erstmal den hier. Nee, ich sehe da auch nichts. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Aha. Mama und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. 4. November. Mia, das Missstück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das
Ivy, ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal zu besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet, aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Kannst du aufhören, so hin und her zu wiegen? Oh, Entschuldigung. Das macht mich ganz unruhig und ich bin schon unruhig. Übrigens sieht Ivy krank aus. Oder so. Oder so. Oder so. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Die Leber hat schon eine Vermutung. Mhm. Oder einen Quergedanken, nennen wir es mal so. Du hast da keine Vermutung. Du meinst wegen... Oma. Doch, ja, genau. Ja. She was the Oma. Vielleicht wechselt sie zwischen den Formen hin und her oder so ähnlich. Wahrscheinlich ist ihre wahre Form die Oma. Und die in den Hallos halt die das Mädchen. Boah, ey. Das würde aber doch nicht ganz passen. Warum nicht? Mit Thema vor 16 Jahren. Na, das war Raccoon City, warte. Das war Raccoon City, ich bin da gerade ein bisschen durcheinander. Ja, du bringst hier einiges durcheinander. Oh, ist das? Infection Report. Dieser Bericht beschreibt im Detail die Auftritte und Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunlich regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaße in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Krass. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion, nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. You don't say. So wie der Bloater oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass die Koordination nicht unbedingt zunimmt. Schau, siehst du? Warte. In Nekrotoxin, natürlich. Injektion. E-Serie, Dosierungstest. So. Da siehst du, da kotzen sie. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen? Das, was wir hatten, das. Die Mutter ist ja auch. Ah, ja, stimmt, ja, genau. Tot. Interessant. Hä? Erst tot und dann Kalzifikation? Ja, das war schon nicht in der richtigen Reihenfolge. Ist es doch? Oh, doch, ja, ja. Ja. Was zum Geier? Wer hat das da wieder reingetan? Das ist diesmal nicht D, das ist jetzt E. Das sind unterschiedliche Serien. Ja, ja, aber der Koffer lag im Schiff. Ach, das ist da, die Bosis. Ja, klar. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Basis. Biowaffe basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie zu einer Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxin-Behälter. Haben wir! Warum muss man da dieses Viech da in der Mitte haben? Warum? Zur Stimulation? Keine Ahnung. Ja, aber... Um zu testen, ob es die richtige Serie ist. Deswegen muss man ein fucking Neugeborenes drin haben, okay.
Research Report. Oh Gott, sind das viele Seiten. Aber das ist wichtig. Das ist Story. Soll ich? Ja, mach du. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Camper mit minimalem Direktkontakt in großem Stil neutralisiert. Die NextBus-Initiative wurde später abgewickelt, stimmt schon, und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass Sternenblub und selbst die Bla-Organisation von Bla sich darauf stürzten. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von gewesen. Dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicariants-Evolutionsfungus und den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, das Mutamycet-Genom einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Ach du Scheiße. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet Bla nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugefügt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält, aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger der Autoinduktor Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum Sensing benutzen. Also, Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürliche Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper... Bla 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 bla. Blablabla. Ah, okay, das waren schon alle Seiten. Seiten. Jetzt wird's ernst. Okay. No. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben dieses Organismus die Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz, und Molded, geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien, aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Oh. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzten. Wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen. Blablabla.
Besonders interessant an Evelines Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Aber wir sind ja nicht emotional. Nein. Wir wollen dieses kleine Viech töten. Das kleine Mischstück. Was hast du jetzt gesagt? Ja, hab ich jetzt gesagt. So. Oh, da vorne. Ah, speichern. Speichern. Oh. Hallo, mein Schatz. Hello, Darkness. Hallo, Speicherpunkt, my old friend. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof. Darum mache ich dir den Hof. Jetzt. Oh yeah. Leo hat mir gerade den Hof gemacht. Nicht Spaß. Entschuldigung, musste sein. Ja, natürlich. Natürlich. Wie Spaltmittel. Viele? Wir haben ein Spaltmittel. 9 ist halt schon nicht schlecht. Aber da haben wir halt 350. Und da haben wir 5. Ich nehme das Spaltmittel her, um es zu spalten. Mhm. Ich hoffe, man kann es spalten. Nein, kann man nicht. Dann geht das Spaltmittel zurück. Mhm. Und die Schrotmunition auch, oder? Aber das flüssige Chemikalien nehme ich mit. Da unten, das heißt, bis dran vorbei. Ja, ich schaue gerade, ob ich noch eine Stärke hatte. Achso, okay. Und ich nehme Brenner nicht. Aber ich nehme die Flinte einfach mal mit. Okay. Ja, schau mal, jetzt haben wir Platz. Das mit 3, das muss erstmal reichen. Genau. Speichern vielleicht nochmal? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Sag mal, habe ich gerade eine tiefere Stimme als sonst? Nein. Ich weiß es nicht. Musst du wissen. Es fühlt sich so aus dem Bauch heraus an und so. Entspannt gleichzeitig, aber irgendwie krank. Okay. Man wäre natürlich sehr schön. Ich hätte gerne mal eine tiefe Stimme. Oh, schön. Mhm. Guck mal. Was? Schrumm. Keine Ahnung, wie nennen wir es?